Also nochmal, ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder so eine große Runde sind, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Ich darf dich duzen. Ich bin der Thomas. Wir duzen uns ja schon. Ja. Das ist Dr. Klaus Köhnlein. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielleicht stellst du dich kurz selber vor. Ja, also mein Name ist Klaus Köhnlein. Vielleicht kurz für die Zuschauer. Wir machen das jetzt zum, ich weiß nicht, wievielten Mal. Internist aus Kiel. Meine fachärztliche Ausbildung habe ich in... Ich verspreche, wir fangen jetzt nicht neu an. An der Universität Kiel hinter mich gebracht und im Rahmen dieser Facharztausbildung, am Ende der Facharztausbildung, tatsächlich kam die AIDS-Epidemie über uns. Zunächst ja in den USA, dann die ersten Fälle hier bei uns und auch auf unserer Station. Wir waren ja onkologische Station, also hatten wir häufig Lymphome. Und von dem einen Lymphom hieß es jetzt plötzlich, der hätte AIDS. Und da sage ich, ja, wie hat der AIDS? Der hat doch gestern noch ein Lymphom gehabt. Da hieß es ja, der hätte also einen positiven HIV-Test, den wir gerade zu der Zeit da an der Uni eingeführt haben. Und dann sage ich, ja gut, dann ist es aber jetzt keine neue Seuche im eigentlichen Sinne, sondern so eher die Seuche eines neuen Testes. Und dass das anschließend eine große Bedeutung erfahren sollte bezüglich der Epidemiologie von AIDS, war mir damals noch nicht klar. Also es ist ja so, dass mittlerweile das Robert-Koch-Institut 27 vorher bekannte Erkrankungen als AIDS definiert, wenn ein positiver HIV-Test dabei ist. Wenn da kein positiver HIV-Test dabei ist, dann ist die gleiche Krankheit, wird bei dem normalen Namen genannt. Also ein klassisches Beispiel ist die Tuberkulose. Tuberkulose mit HIV ist ein AIDS-Fall, Tuberkulose ohne HIV bleibt Tuberkulose. Wird auch anders behandelt. Das wurde natürlich ein Riesenproblem in Afrika. In Afrika reagierte der HIV-Test relativ häufig positiv, weil eben Tuberkulose da endemisch ist. Und es gab dann im Anschluss ein Paper, das das auch gezeigt hat, von Max Essex damals, hat es publiziert, dass Tuberkelbakterien kreuzreagieren mit dem HIV-Test. Das heißt, in Afrika war der Test völlig sinnlos, weil da wusste man hinterher ja nun gar nicht, hat er jetzt Tuberkulose, weil er HIV-positiv ist, oder ist er HIV-positiv, weil er Tuberkulose hat. Ja. Wie dem auch sei, die vielen HIV-Tests gaben Anlass dazu, in den amerikanischen Zeitungen zu schreiben, Afrika ist im Griff einer schweren AIDS-Epidemie und ist am Untergehen sozusagen. Sowas stand da in der New York Times. Das hat ja damals Mbeki auf den Plan gerufen, der diese Diskrepanz wahrnahm zwischen dem, was in den amerikanischen Zeitungen über sein Land stand und zwischen dem, was tatsächlich passierte, nämlich gar nichts. Und der hat dann relativ einfache Sache gemacht, er hat eine Blitzumfrage bei seinen Bestatterunternehmen gemacht. Gefragt, ist hier was los, ist Geschäft blüht oder was ist passiert? Und da hieß es, nee, läuft nicht gut. Dann hat er auch noch ein paar illegalen Bestattern recherchiert, aber auch da gab es keine auffällige Erhöhung der Umsätze. Das hat ihn kritisch gestimmt und dann hat er auch die Diskussion über das ACT erfahren, was ihm im Rahmen des nächsten World AIDS Kongresses von den Amerikanern angeboten werden sollte und hat die Kontroverse über das ACT mitbekommen. Da gab ja da eine Gruppe, die das sehr kritisiert hat damals. ACT muss ich kurz erwähnen, das ist das Medikament, was ursprünglich gegen AIDS auf den Markt gekommen ist. Azidotymidin, das ist ein Nukleosid-Analogon, das heißt, das terminiert die DNA und führt zum Zelltod, kommt ursprünglich auch aus der Onkologie, wurde damals probiert bei Behandlung von Leukämien. Das war sehr nebenwirkungsreich, deswegen hat man das damals nicht weiter benutzt. Und das wurde aber ausgegraben, um nun HIV damit zu behandeln. Und da passierte Folgendes. Damals war auch schon Fauci Master of Disaster. Der hat ja die sämtlichen Epidemien sozusagen organisiert und die entsprechenden Präsidenten beraten. Ich glaube, 6 an der Zahl. Und auch bei AIDS.
Und der hat die lizenzierende Arbeit in Auftrag gegeben. Das war eine Arbeit, die dann von Margret Fischel durchgeführt wurde, federführend. Die berühmte lizenzierende ACT-Studie, die damit endete, dass also in der Verum-Gruppe weniger Patienten starben als in der Placebo-Gruppe. Und dann wurde das sofort durchgewinkt. Das heißt, sie wurde nach 4 Monaten bereits abgebrochen, was eben viel zu früh war. Aber der Druck der Industrie war groß, der Druck von den Betroffenen war groß. Die warteten auf ein Heilmittel gegen AIDS. Und in dem Zuge kam das dann verfrüht auf den Markt. Und wenn man die Studie weiter beobachtet hat, da hat man gesehen, dass die Zahl der Verstorbenen in beiden Gruppen relativ schnell ausgeglichen waren und die Verum-Gruppe eigentlich nur überlebte, weil sie lebensrettende Bluttransfusionen bekommen hat. Auch da war schon der noch einmal toxische Effekt von dem Medikament zu sehen im Grunde. Nun hat mich immer bewegt die Frage, wie kann es sein, dass so viele meiner Kollegen das nicht mitgeschnitten haben? Ja, ich hab was ja, damals passiert ist. Ich habe ja auch am Anfang gleich, ich habe ja bei uns geschaut, in Thailand, wie es aussieht. Wir hatten zu Beginn der Pandemie, hatte die Krankenhausgesellschaft der BDMS-Gruppe 49 Krankenhäuser. Wir hatten, ich will nicht lügen, 12.000 Ärzte. Wir hatten 8.000 Krankenschwestern und 8.700 Betten. Und da hätten wir ja auch was sehen müssen. Und es ist jetzt so, dass wir innerhalb der Pandemie haben wir 5 Krankenhäuser dazu bekommen. Wir haben aber 1.000 Ärzte weniger. Wir mussten 1.000 Ärzte entlassen. Und wir mussten 1.000 Krankenschwestern entlassen. Und wir haben 400 Betten weniger. Und da muss man sich ja dann auch fragen, warum passiert so etwas? Wie kann das sein? Und ich habe mir ja frühzeitig schon immer dann die Zahlen auch angeguckt, nach dem Motto, was denn offiziell gemeldet wird. Wie sieht es denn aus mit den entsprechenden Zahlen der Corona-assoziierten Todesfälle? Und wir konnten auch nichts finden. Und ich habe damals, bin ich dreist gewesen, habe das angesprochen, weil ich gesagt habe, also ich habe hier 8.700 Betten, da muss ich doch was sehen. Und ich konnte nichts sehen, außer dass wir auf einmal Tests gehabt haben. Da kam der PCR und die Leute haben einen positiven PCR-Test gehabt. Und als sie das Ergebnis gekriegt haben, haben die Schnappatmung gehabt, weil sie das Testergebnis gehört haben. Und dann dachten sie, sie müssen sterben. Wir hatten also Patienten, die eigentlich nur eine Angstkrankheit hatten. Und wir hatten auch welche, die Atemwegsprobleme hatten, infektiös. Die können husten, das kommt dann farbig raus. Und wenn das farbig rauskommt, dann gehe ich davon aus, dass da so ein paar Bakterien zerschossen wurden, die dann so die Überreste in die Farbe geben. Und das haben wir behandelt und dann waren die auch wieder in Ordnung, obwohl die positiv getestet waren. Und ich habe damals auch gedacht, da müssen doch jetzt eigentlich viel mehr Ärzte auf die Idee kommen und sagen, wo sind denn die ganzen vielen Patienten, die auch symptomatisch sind? Und die Panik ist ja auch gewesen. Ich erinnere mich auch an die AIDS-Zeit. Man wollte nicht mehr im Restaurant essen gehen. Es könnte ja sein, dass einer, der AIDS hatte, in dem Restaurant gegessen hat. Und dann kriege ich die Gabel ab. So, diese Ängste sind ja damals auch geschürt worden. Und jetzt hat man auch wahnsinnige Ängste geschürt. Wir haben ja jetzt dieses Format Thekengespräch genommen, weil es ja am Ende einer Schicht stattfindet. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt in die postpandemische Phase rübergehen und entsprechend uns jetzt überlegen müssen, was ist da alles falsch gelaufen? Aber bevor wir dahin kommen, was ist dir in der Corona-Zeit passiert? Du hast ja sicherlich auch deine Patienten weiter normal behandelt. Hast du irgendetwas in deiner Praxis gesehen? Also ich habe in meiner Praxis genau das beobachtet, was du gerade sagtest. Die kamen zum Teil mit Schnappatmung, waren am Hyperventilieren, mussten beruhigt werden. Und dann hat sich die Symptomatik schnell gelegt. Aber ich habe auch tatsächlich schwere sogenannte Corona-Fälle gehabt, die wirklich schlecht Luft hatten, massive Infiltrate in beiden Lungen. Nur das waren gar keine Corona-Fälle, sondern die waren überdeckt von dem Massentest. Ich habe mich immer erwischt bei dem Gedanken, wenn ich eine kranke Patientin zu Hause hatte, also ich hatte zum Beispiel eine alte Dame, die schon fast Pflegefall war, die eine schwere eitrige Pneumonie hatte. Wenn ich die jetzt einweise, das Erste, was passiert, ein Test natürlich, wenn der positiv ist, dann geht das gleich zack auf die Isolierstation, Alarmsituation, Masken und vorzugsweise Intubation damals, weil, und zwar aus infektionsepidemiologischen Gründen, um das Personal zu schützen, hat sich herausgestellt, oder das weiß man eigentlich auch, dass eine Intubation für den Patienten eher keine gute Sache ist. Aber was auch passiert natürlich ist, durch dieses Fixiertsein auf den PCR-Test,
dass man eine differentialdiagnostische Erwägung gar nicht mehr zulässt. Ja. Es gipfelte in einem Interview, was weit zu sehen war, von einem Pulmonologen mit Frau Maischberger, die ihn also anhimmelte und sagte, und Sie haben sich so aufgeopfert die ganze Zeit hier. Und dann haben Sie es selbst gekriegt, erzählen Sie doch mal, wie das war. Und dann hat er das also erzählt, wie das war. Und sein Resümee war ja, also sein Verlauf wäre allerdings ein ganz atypischer Corona-Verlauf gewesen. Er hatte ja eben so Schmerzen auf einer Seite und Schüttelfrost und sowas. Er hat, mit anderen Worten, er hat den klassischen Verlauf einer bakteriellen Pneumonie geschildert und hat es aber aufgrund des positiven Corona-Tests als Corona-Fall verkauft. Ja. Und solche Fälle habe ich mehrfach gesehen. Also da eine Patientin mit einer schweren exogenen allergischen Alveolitis, also das so eine Psittakose ist das, ne? diese Wellensittich-Krankheit, hatte die in der Anamnese, hat sie schon mal gehabt, jetzt auch wieder, jetzt war sie aber Corona-positiv. Hat sie Glück gehabt, weil in den Leitlinien Dexamethason geht. Gut, das hat ihr in dem Fall sogar geholfen. Ja. Ein anderer Patient, auch Corona-positiv, richtig krank, richtig schlecht Luft, Infiltrate in beiden Lungen, hatte aber eine Chlamydienpneumonie. Dem hat ein Antibiotikum sehr gut getan. Ja, dem hätte Dexamethason nicht so gut getan. Und insofern ist die Differentialdiagnostik durch dieses sich Verlassen auf diesen verfluchten PCR-Test, sage ich mal, sehr katastrophal. Ja. Hast du denn mal ganz abgesehen davon, dass dieser Test von vornherein unsinnig ist, weil er viel zu sensitiv ist. Wir hatten damals, ich hatte ja noch die Möglichkeit, ich habe ja Carrie Mullis noch kennengelernt persönlich, kurz nachdem er diese bahnbrechende Erfindung gemacht hat. Im Rahmen der AIDS-Diskussion haben wir häufig diskutiert damals mit Duisberg und Mullis. Und er hat mir gesagt, das Ding ist ja viel zu empfindlich, dieses Verfahren. Ja. Das war ihm so gar nicht klar, was das für eine klinische Auswirkung hat damals. Er hat auch gesagt, du kannst das nicht missbrauchen, das System, das funktioniert, aber du kannst es missinterpretieren. Das ist möglich natürlich. Und das ist das Problem, das generelle Problem mit dem PCR-Test. Nein, er ist viel zu sensitiv und man kann aus dem positiven Ausfall nicht schließen, dass die Erkrankung, die der Patient hat, ursächlich mit diesem Test in einem kausalen Zusammenhang steht. Ja, ja, aber da ist ja diese Problematik, die ich ja für mich festgestellt habe, dass man wirklich so fokussiert geschaut hat und nicht mehr wirklich das normale Vorgehen gewählt hat im Umgang mit den Patienten. Denn es ist jetzt beispielsweise so, dass ich komme ja aus der Pädiatrie und ich habe früher auch Kinder geimpft. Ich habe Kindern auch die Nadel in den Oberschenkel appliziert. Und ich habe es damals immer so gemacht, ich habe im Dschungel 2 Jahre gearbeitet, da hatte ich nur ganz wenig Mittel, ich habe mich über jede Nadel gefreut. Da konnte ich natürlich nicht jedem Kind erstmal eine Salbe aufs Beinchen machen oder auf die Pobacke, bevor ich die Nadel da reingetan habe. Da hat man das mit der sogenannten Schmerzüberlagerung gemacht, indem man da mal heftig auf das Bein gedrückt hat oder mal reingekniffen hat. Und dann kann man da reinstechen, dann merken die Kinder das nicht. Das können sie auch, wenn sie nächstes Mal zum Arzt müssen und sie haben Angst vor der Spritze. Dann sagen sie, wo spritzen sie hin? Dann da, dann kneifen sie sich da selber mal ordentlich und dann merken sie nicht, wie die Nadel reingeht. Das ist halt eine Überlagerung des Schmerzes, nennt man das. Und das haben wir aber angewandt. Und jetzt sehe ich, dass Kinder teilweise mit einem für, ich weiß nicht, wie teuer es hier in Deutschland ist, aber mit so einem großen Emla-Pflaster auf dem Arm in die Praxis kommen und das schon den ganzen Tag da drauf haben, damit die Spritze wohl nicht wehtut. Und daneben haben wir in Deutschland mittlerweile psychologische Programme, um Jugendlichen die Angst vor der Nadel zu nehmen, weil sie halt Angst vor der Nadel gekriegt haben. Wo ich immer noch gesagt habe, also die meisten Kinder, die ich dann gepikst habe, die haben danach gelächelt. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft gemacht, die einfach nur noch Angst hat. Und die Ärzte machen dabei mit. Hast du vielleicht eine Idee, warum die Ärzte nicht mehr so breit gefächert vernünftig denken, sondern nur noch nach? Ja, also da muss man zu dem Problem der Übertherapie nochmal zurück. Und ich war ja relativ früh dahinterher zu sehen, als ich hörte, dass da ein neues Virus kommt aus China. Ja. Da haben ja meine Freunde mich gleich gesagt, das ist ja wieder dein Thema da, du musst da jetzt wieder ran. Ja. Dachte ich, nee, nicht schon wieder. Also die Vogelgrippe war ja nun gelaufen und seitdem war ja eine ziemlich lange Pause. Und jetzt dachte ich, mit den Chinesen, die machen da auch wieder so eine Vogelgrippe, das wird sich auch relativ schnell im Keim ersticken. War ja diesmal nicht so. Und deswegen habe ich dafür geguckt, wie haben sie die behandelt? Also es hieß, diese Krankheit ist wesentlich gefährlicher als die übliche Grippe.
Und dann sage ich, Cortison, antivirale Medikamente aus der AIDS-Kiste, ja, also alles mehr oder weniger immunsuppressive Substanzen, die da ausprobiert wurden. Gab ja noch keine Erfahrung, haben sie einfach mal so gemacht. Und zu der Zeit habe ich dann auch einen Leserbrief ans Deutsche Ärzteblatt geschrieben, als da ein Artikel stand, eine Therapie gegen Covid-19 gibt es noch nicht, war die Überschrift. Und das hatte ich dann zum Anlass genommen, dann einen Brief hinzuschreiben. Also dafür, dass es noch keine Therapie gibt, wird schon viel gemacht. Ja. Und habe die Substanzen aufgezählt, die da also ausprobiert wurden. Da waren Tocilizumab dabei, da war die Hydroxychloroquin dabei, da war das Remdesivir dabei, was nichts weiter ist als Chemotherapie. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist vom Typ des ACT, ein Nukleotidanaloger und auch nichts weiter als Chemotherapie. Von einer Packung stirbt man nicht gleich, ja, aber ist völlig überflüssig und kostet 2000 Euro. Ja. Und ich habe mich ja damals schon unbeliebt gemacht bei der Mainstream-Presse, als ich einer Journalistin gesagt habe, also mit Corona würde ich mich ins Bett legen und eine heiße Zitrone trinken. Ja. Das ging natürlich dann gleich rund. Ne? Dr. Köhn dann empfiehlt heiße Zitrone. Ja. Aber mittlerweile bin ich in guter Gesellschaft. Mittlerweile sehen Sie es ja alle so wieder. Jetzt wollen wir Corona behandeln wie die Grippe. Und wie haben wir die Grippe behandelt? 7 Tage mit Arzt und eine Woche ohne Arzt. Ne? Und Ja. mit Bettruhe und heißer Zitrone. Und Zuwendung. Und Zuwendung, ja, genau. Und Aber nochmal, um auf den Faktor Angst zurückzukommen. Es ist ja so gewesen, dass, wie gesagt, diese Übertherapie, mit der es losging, schon Angst verbreitet. Dann kam, das wurde es ja untermalt von den Bildern aus Bergamo, die jeder noch kennt, oder von den beatmeten Patienten, die zur besten Sendezeit jeden Abend bäuchlings da intubiert dem Publikum präsentiert wurden. Und die Bilder, die greifen schon. Ne? Also da wurde den Leuten dann doch Angst und Bange, kann man verstehen. Und dann fiel mir durch einen Zufall, hat mir ein Kollege, ein Epidemiologe, ein Statistiker war das, hat mir die WHO-Studien zugespielt. Die waren nicht allgemein bekannt, also von meinen Kollegen kennt die keiner. Ich habe immer mal so rumgefragt, kennt keiner. Und diese WHO-Studien, die sind am 1. April gestartet. Und das war kein Aprilscherz. Das ging tatsächlich am 1. April 2020 los. Und in diesen WHO-Studien war eine Substanz drin, die in einer Dosis appliziert wurde, die absolut tödlich ist. Das war das Hydroxychloroquin. Ja. Das Hydroxychloroquin wurde auch relativ früh eingesetzt. Ich habe es auch immer gerne benutzt bei Patienten mit Rheuma oder anderen rheumatischen Erkrankungen. Lupus haben wir es häufig benutzt. Ich habe es selbst sogar mal geschluckt als Malaria-Prophylaxe. Ne? In einer Dosis, die verträglich ist. Das ist nämlich in einer niedrigen Dosis durchaus relativ untoxisch, das Präparat. Aber es hat eine relativ enge therapeutische Breite und wenn man das überdosiert, kriegt man ganz einfach Kammerflimmern davon. Das ist gleichbedeutend mit einem plötzlichen Herztod. Und die Dosen, die da verwandt wurden in der WHO, die gleichen den Dosen, die empfohlen werden zur passiven Sterbehilfe. Ja. Das war auch ein Zufall. Ich hatte gerade einen neurologischen Freund bei mir, der hat es gleich gegoogelt und hat mal gesagt: Guck mal hier, guck mal hier. Das kannst du nehmen, selbstbestimmt sterben mit Hydroxychloroquin. Ja. Da gibt es eine Anleitung dafür. Und wie gesagt, die Dosen gleichen dem, die die WHO damals in den Studien losgetreten hat. Und das Ergebnis war dies hier. Ich zeige das mal so, es sehen vielleicht manche. Hier sind die üblichen Grippewellen. Und 2020 passierte sowas hier plötzlich. So ein ganz steiler Anstieg der Übersterblichkeit. Und das kann nur der Effekt dieses Medikaments gewesen sein. Das haben mich dann alle gleich gemerkt. Und auf den Intensivstationen sieht man das auf den Monitoren, wenn das Herz anfängt zu flimmern. Und dann hört man natürlich damit auf, wurde dann in den Medien auch berichtet. Also die Hochdosis-Hydroxychloroquin-Studien wurden eingestellt. Hat nicht geholfen, so ist das dann, so Ja. sagen die Mediziner meistens dazu. Aber über Übersterblichkeiten wird ungern berichtet. Ne? Ja, sind ja Aber nur Einzelfälle. das hat Angst verbreitet, das kann man sich vorstellen. Also so eine Übersterblichkeit, das wurde natürlich in den großen Unikliniken in Paris, London,
New York, überall, in Rio auch, tauchten diese Übersterblichkeiten auf. Und da kann man, und da hat wahrscheinlich auch das Robert-Koch-Institut die Informationen. Deswegen hieß es ja, Corona sei wesentlich gefährlicher als die übliche Grippe. Ja, ja. Mittlerweile haben wir ja kennengelernt, dass Corona durchaus überlebbar ist. Ja, also es ist meistens doch nicht mehr als ein Hustenschnupfen. Jetzt wird es aber so verkauft, dass der Verlauf deswegen so gut ist, weil wir so gut durchgeimpft sind. Ja, obwohl, ich sagte es vorhin schon, es sind ja jetzt vor ein paar Tagen auch wieder die neue Studien rausgekommen und da wird ja belegt nach dem Motto, dass die Reinfektion, also man muss ja sagen, Coronaviren waren schon immer da. Wir haben schon immer regelmäßig in so Zeitintervallen von 2 bis 5 Jahren mal regelmäßig so eine Erkältung gehabt und 30% aller Erkältungserkrankungen sind bisher immer durch Coronaviren ausgelöst worden. Das heißt also, wir wissen, das ist ein Erreger, der uns regelmäßig infiziert und dann halt auch mal regelmäßig krank machen könnte. Wenn wir dann, was weiß ich, aus irgendeinem Grund schwächer sind oder es ist irgendwas anderes, kann auch Stress sein. Und somit ist klar, dass jeder, auch jeder Geimpfte, wird auch weiterhin mit Coronaviren in Kontakt kommen. Und jetzt hat man halt nur nach den Impfungen, nur nach diesem SARS-CoV-2 geguckt und hat festgestellt, dass natürlich die einmal Geimpften schwerere Verläufe haben, wenn sie reinfiziert werden. Nach 2 Impfungen noch heftiger, nach 3 noch heftiger. Also man muss sagen, jetzt die Ungeimpften haben also jetzt die bessere Ausgangssituation für die nächste Infektion, weil wir haben alle Coronaviren schon immer als Kontakt gehabt und werden sie auch weiterhin haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es zum ersten Mal auf diesem Planeten schaffen, ein Virus wirklich auszurotten, was sich dann auch entsprechend verwandeln kann. Jetzt kommen wir zu einem Punkt AIDS. Jetzt kommen wir zum Thema Corona und dann zu dem der Verschwörungstheorien. Du kennst dich mit AIDS sehr gut aus. Ich habe es als junger Mensch kennengelernt und hatte auch dann teilweise Angst. Ich war ja auch noch nicht so gebildet, so wie heute weiß ich alles und kann alles. Aber damals war es noch nicht so. Es gab den Josef Lange, den Holländer. Der ist am 17. Juli 2014 auf dem Weg nach Melbourne zum Welt-AIDS-Kongress gewesen. Und der war auch vorher bei der WHO, der war also im Bereich von AIDS war er ganz bekannt. Und angeblich hieß es, dass er da zum Kongress reist und da mal richtig was rauslassen will. Also der will da mal auf den Tisch hauen. Der ist jetzt in der MH17 über der Ukraine im Flieger gewesen und ist abgeschossen worden. Jetzt muss man sagen, das ist ja irgendwie komisch, dass genau mit dem Thema AIDS so einer da langfliegt auf dem Kongress. Und das heißt, er will da was sagen. Und dann ist dieser Flieger runtergegangen und dann ist auch die Ukraine mit dabei. Ich habe damals, in der Zeit davor schon, habe ich mit einer guten Freundin, die brauchte, die wollte einen Doktortitel haben im Bereich von IT, ich weiß nicht, was das genau für ein Studienbereich ist. Auf jeden Fall hat sie dann künstlich intelligent eine Software entwickelt, den nannten wir DocQuery. Ich habe sie dann unterstützt, und zwar mit dem Thema Infektologie. Ich habe gesagt, wir stecken alle infektologischen Daten, die ich habe, da rein. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Infektologen da schaffen. Dass wir also da einen Arzt schaffen, einen elektronischen, künstlich intelligenten, mit dem man kommunizieren kann. Und der dann imstande ist, dir auch zu sagen, das ist die Behandlung, darauf musst du achten. Das könnte differentialdiagnostisch wichtig sein. Und diese Frau hat diesen künstlich intelligenten Doktor gemacht mit den Daten, die ich hier gegeben habe. Und der hat funktioniert, der hat sogar funktioniert. Die Studierenden durften dann alle mit dem kommunizieren. Und dann hat er gefragt bei einer Studierenden, ihr wollt da was wissen. Und dann hat er gesagt, du willst da und dahin reisen. Okay, was hast du denn für Vorerkrankungen in der Historie? Und hat sie geschrieben, ja, ich hatte mal Tollwut. Dann hat der KI gesagt, dann müssen wir nicht weitermachen, dann sind sie tot. Also er war imstande, wirklich solche Fehler auch zu sehen. Und dann haben wir uns gedacht, also wenn wir es schaffen, über die künstliche Intelligenz einen Arzt zu schaffen, der könnte ja uns Ärzte unterstützen, weil er ja mehr Zugriffsmöglichkeiten hat, als wir mit unserem Hirn, außer meins natürlich. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich sehr sonderbar fand, denn niemand wollte diese Software als medizinische Software haben, auch in Deutschland. Ich habe die der Landesregierung hier angeboten, ich habe die dem Bund angeboten, keiner wollte sie haben. Sie ist nicht verloren gegangen. Ich kann sagen, sie ist als Sicherheitssoftware auf Ölbohrplattformen in Norwegen angebracht. Airbus hat sie in die Flugzeuge eingebaut. Aber in der Medizin wollte es keiner haben. Und das hat mich dann noch sehr gewundert. Ebenso wie auch die Flüchtlingskrise 2015, 2016. Wir erinnern uns, da kamen so viele Menschen alle nach Deutschland.
Und dann hatten viele Ärzte auf einmal keine Ahnung von dem einen oder anderen Krankheitsbild. Die kommen aus Afrika, ich weiß nicht so, was die so haben könnten. Haben Sie da mal eine Idee? Ich habe hier einen Patienten mit und ich habe denen immer geantwortet und habe dann gesagt, eigentlich möchte ich euch allen nicht antworten, weil es ist zu viel Arbeit. Ich arbeite hier nicht, ich gebe euch zwar, wenn ihr mich fragt, eine Antwort, aber ich habe was anderes, Besseres zu tun. Und dann habe ich mich an die Landesregierung gewandt und habe gesagt, pass mal auf, wollt ihr nicht ein Programm machen, dass wir dieses Wissen an die Leute geben? Weil es wurde ja jeder von den Ankommenden vor ein Röntgengerät gestellt, um einen Ausschluss von Tuberkuloseinfektiosität zu machen. Und man muss jetzt sagen, das funktioniert mit dem Röntgengerät nicht, weil wenn man sich vor so ein Röntgengerät stellt, dann macht das ein Bild von einem, es hat aber eine Auflösung, die so ist, dass das Bakterium, das Tuberkulose ist viel, viel kleiner. Das heißt, man kann das darauf nicht sehen. Selbst wenn das in der Clique am Tisch sitzt und Karten spielt. Man kann es nicht sichtbar machen von der Größe her. Und der zweite Punkt ist, Tuberkulosebakterien kann man nur sichtbar machen, wenn man sie einfärbt. Und ich habe noch kein buntes Röntgenbild gesehen. Das heißt, auch da funktioniert es nicht. Darum habe ich mich dann immer gewundert, warum hier das keiner merkt und die ganze Zeit hingeht und die Leute vor ein Röntgengerät stellen. Und wenn sie dann eine Auffälligkeit gesehen haben, dann haben sie einen Bluttest gemacht. Der hat, glaube ich, 2,50 Euro gekostet. Und ich gesagt, mach doch gleich den Bluttest. Den könnt ihr auch bei Schwangeren und bei Kindern machen. Aber nein, haben sie dann weitergemacht. Und sie wollten auch gar nicht darüber reden. Da habe ich mich gefragt, warum verweigert man sich dieser Informationen? Denn ich habe das dann auch hingeschrieben, das funktioniert nicht. Und wollte dann eine Quelle angeben und habe dann gesagt, gucke ich mal, was ich da so finde. Und habe gedacht, CDC, das sind alle toll. Aber das CDC in Amerika hatte auch Röntgen. Da habe ich natürlich, okay, dann schreibe ich das in Englisch und schicke das ans CDC. Das CDC hat unmittelbar danach die Guidelines komplett geändert. Und in Deutschland hat das 5 Jahre gedauert, bis sie das 2019 aufgenommen haben. Und ich habe mich gefragt, warum verweigert man sich dieses Wissens, was ja in dem Falle immer nachprüfbar war? Hast du eine Erklärung dafür, warum ein System mit Ärzten, weil ja auch Ärzte das ja auch verstehen können müssen, warum man da einfach sagt, ich mache das so, wie die das sagen? Wahrscheinlich muss man der Spur des Geldes folgen, denke ich mal. Ist es der Arzt? Also der Arzt, der da im Krankenhaus arbeitet, der auf der Station ist und sagt nach dem Motto, oh, der ist Corona-positiv. Aber nochmal zu einem Thorax, wenn du einen OB-Thorax hast, dann hast du die Tuberkulose relativ sicher ausgeschlossen. Na, die Infektionsdosis bei Tuberkulose ist schon relativ gering. Dafür musst du nicht schon eine entsprechende Veränderung haben. Also bei mir, ich habe ja auf der Insel Flores 2 Jahre gearbeitet, da war Tuberkulose Alltag. Ich hatte eine ganze Tuberkulose-Station und die haben keine geschlossenen Fenster. Und die haben alle in den Becher reingespuckt, wie die Hölle. Das war also nicht angenehm zu hören. Und die Infektionsdosis ist schon relativ gering. Da musst du noch keine Schäden haben. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich habe immer gesagt, also wenn die es schaffen, so weit zu laufen. Wieso dann findest du Tuberkulose-Erreger im Sputum oder wo? Mhm. Ja. Und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man sagt, ich setze mich damit zumindest auseinander. Aber man hat sich gar nicht auseinandergesetzt damit. Das ist das, was ich immer so schlimm finde. Man könnte ja wenigstens hingehen und sagen, setzen wir uns an den Tisch, nehmen wir die Experten alle, dann sollen sie doch was weiß ich miteinander streiten. Ich würde mich jedem diskutieren. Aber man macht es nicht. Und das habe ich jetzt bei Corona ja auch gesehen. Ich habe von einigen Leuten über das humanitäre Unterstützungszentrum Hilfeersuchung bekommen, auch bei Corona. Und die haben mir dann immer Zugriff auf die Daten gegeben und ich konnte dann in die Protokolle, in die Labors reinschauen und ich hatte nicht einen einzigen, der Corona-positiv war und nicht in der Lunge Pilze teilweise und dann beatmet. Also Pilze in der Lunge und dann Sauerstoff draufsetzen. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Und das wurde dann immer erst verzögert, erst dann irgendwann mal behandelt. Und da frage ich mich doch, da muss doch ein Arzt so weit ausgebildet sein, dass er sagt, wenn ich die Labors kriege, dann handle ich danach. Und das, der Arzt, der da auf der Station ist, der merkt doch von dem Geld nichts. Nee. Aber es sind, also gerade die PCR-Diagnostik, die ist ja relativ leicht verdientes Geld. Ne? Deswegen kleben die Labors so an den PCR-Tests, weil da ja Geldströme in Gang gesetzt worden sind. Die sind unglaublich. Ja. Aber was ich in dem Zusammenhang nochmal sagen wollte, die Grippe ist ja tatsächlich virtuell verschwunden im Rahmen dieser PCR-Testerei. Und daran sieht man auch, dass das klinische Krankheitsbild ist identisch. Es ist nicht unterscheidbar von der normalen Grippe. Ja. Das sage nicht nur ich, das sagen auch Intensivmediziner aus Hamburg, die das im Deutschen Ärzteblatt geschrieben haben, dass die Grippe weder klinisch noch laborchemisch noch röntgenmorphologisch von der normalen Influenza zu unterscheiden ist. Das heißt, der Test bestimmt, was du hast. Ja. Und die Influenza ist in dem Jahr, in dem Corona auferstanden ist, auf Null gegangen. Das heißt,
Die ist weggetestet worden. Die war natürlich noch da, aber sie ist jetzt Corona. Und das Problem ist, dass die relativ viele Influenza-Fälle natürlich Corona maskiert dann auch auf Intensivstationen landen. Also die wenigen, die schwer krank werden, aber eigentlich eine Influenza haben und auch da dann die Differentialdiagnostik einverlässt und die dann leitliniengerecht Dexamethason kriegen. Dann fragte ich meinen Pulmonologen damals, ja, würdest du das bei einer Influenza auch machen? Dann schreckt er förmlich zurück und sagt, um Gottes Willen, das würden wir nie tun. Ja, die kriegen ja schwere bakterielle Superinfektionen danach. Ja. Aber um nochmal auf die AIDS-Geschichte zurückzukommen und mein Problem mit der Übertherapie, was ja in der AIDS-Therapie eigentlich nicht bekannt ist. Das Übliche, was bekannt ist dem Publikum, ist ja, dass AIDS eine ganz schlimme Krankheit war und dank der Erfolge in der modernen Medizin haben wir das jetzt im Griff. Ist es jetzt eine Krankheit geworden, mit der man alt werden kann? Aber ich muss noch mal ganz kurz in die Anfänge gehen. Das waren ja damals eine Handvoll Betroffene nur. Also die erste Arbeit handelte von 5 Patienten, glaube ich, die alle jung waren, homosexuell und einen schweren Drogenmissbrauch hinter sich hatten. Und zwar jahrelang. Und das kann man sich an 5 Fingern abzählen, dass das nicht lange gut geht. Ja? Wenn man also von einer Party auf die nächste geht mit Kokain und Ecstasy und was weiß ich, was die alles damals genommen haben. Speziell eine Schwulendroge, die im heterosexuellen Bereich gar nicht so bekannt ist. Das ist Mylnitrit. Da gibt es Verkaufszahlen aus der Zeit. Das ging exponentiell nach oben nach der Gay Liberation. Und da wurde sogar das National Institute of Drug Abuse wach, hat diese Droge untersucht und hat festgestellt, die ist A, immunotoxisch, also schlecht fürs Immunsystem und zweitens kanzerogen. Ne? Und das sind die beiden Sachen, die die AIDS-Epidemie sozusagen auch auszeichnet. Die meisten haben tatsächlich einen Immundefekt und häufig auch Krebs, wie Lymphome zum Beispiel. Und diese ersten AIDS-Fälle, das waren doch richtig kranke Leute. Und dann war ja eine ganze Weile so, man wusste nicht so recht, wie damit umzugehen. Keiner wollte so richtig ran, weil das so eben drogenabhängiges Klientel, hieß ja damals auch erst GRID, also für Gay-Related Immune Deficiency. Naja, und dann kam Gallo und die Leute, die mit den Retroviren sich beschäftigten. Die Retroviren, muss ich kurz erwähnen, waren ja ursprünglich Kandidaten, die Krebs auslösen sollten. Deswegen wurde dieses Thema da sehr gesponsert vom National Institute of Health. Und dann hat ja Duisberg die Arbeit geschrieben, Retrovirus Expectations and Reality, und hat also festgestellt, dass Retroviren harmlose Zellpassagiere sind, die eigentlich nichts tun. Das war das Ende seiner wissenschaftlichen Karriere. Und Gallo hat aber dann seine wissenschaftliche Karriere darauf aufgebaut, indem er gesagt hat, ja gut, die machen keinen Krebs, die machen AIDS. Und das hat er auf einer Pressekonferenz verkündet und dann war das durch. Und kurze Zeit später, strahlt Fauci ja heute noch, hatten sie dann den HIV-Test. Und wiederum 2 Jahre später gab es dann die erste Therapie gegen AIDS. Und das war dieses ACT. Und man hat nun, als der HIV-Test da war, jedem, der positiv auf diesen Test reagierte, natürlich gesagt, ja, du hast ein Problem. Auch wenn du jetzt noch keins hast, in einem Jahr bist du tot. Oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren. Die Inkubationszeit, die sogenannte Inkubationszeit, die verlängerte sich ja immer weiter, weil die Leute eben doch nicht so gleich starben. Ja. Aber die Angst war natürlich enorm. Und als dann dieses sogenannte Heilmittel auf den Markt kam, war der Druck natürlich groß. Und die haben es alle geschluckt. Das waren damals die ganzen Jungs, die Künstler, die da starben, dann in den 90er Jahren. Das sind alle, da gab es einen richtigen Gipfel 1990, 91. Da sind die meisten gestorben. Und da waren auch die ganzen Künstler dabei, Rudolf Nureyev, Arthur Ashe, Freddie Mercury, wie sie alle heißen. Ja. Die sind alle an ACT gestorben. Das bezweifelt, also von den orthodoxen Medizinern, mit denen ich mich ja manchmal unterhalte, sagen viele auch, ja, das war damals ein bisschen viel. Ich weiß noch, wie der Laufs mir das zuzischte, als ich das im Rahmen eines Symposiums einmal vorwarf, dass das ACT viel zu toxisch sei. Ja, das war zu viel. Aber jetzt haben wir ja die bessere Therapie. Wir gucken nicht zurück, wir gucken nur nach vorne. Ja. Also so war das damals. Rausgekommen ist es letztlich in der Concord-Studie, dass diese
dass das ACT extrem toxisch ist. Und die Gruppe, da wurde nochmal eine sogenannte Placebo-Kontrolle durchgeführt, weil man gucken wollte, ob man es auch prophylaktisch nehmen kann. Das war ja der Renner dann. Wenn man erstmal das prophylaktisch durchkriegt, dann hat man einen wesentlich höheren Konsumentenkreis. Und das ist aber dann nicht gelungen. Das Resümee dann der Cohort-Studie war ja dann, also ACT eignet sich nicht für den Einsatz in der Prophylaxe. Aber das, die einfache Message dieser Studie war, je mehr ACT, desto mehr Tote. Ja. Und das an, im Rahmen einer lebenslangen Therapie. Und dann gab es noch eine Arbeit, die in Nature veröffentlicht worden ist. Die Maddox selbst, der Herausgeber von Nature damals, inauguriert hat, in Kommission gegeben hat, um Duisberg zu widerlegen mit seiner Drogen-AIDS-Hypothese. Da haben sie also die Sterblichkeit der Bluter aufgezeichnet. Und zwar der HIV-positiven Bluter und der HIV-negativen Bluter. Und dann zeigt sich, dass die HIV-negativen Bluter mit ihrer Sterblichkeit normal bleiben und die HIV-positiven Bluter plötzlich so einen Knick kriegen und sich die Sterblichkeit verzehnfacht. Und das wurde in Nature breit publiziert als Beleg, dass Duisberg also Unrecht hat und die Drogen-AIDS-Hypothese Bullshit ist, weil die Bluter kriegen es ja auch, hat mein Chef mir dann damals gesagt, noch, Herr Köhnlein, das kann doch nicht sein, was der erzählt, die Bluter kriegen es doch auch. Und die Lösung dieser Geschichte ist, dass die Bluter, das ist da sehr schön dokumentiert, die fangen an zu sterben in dem Jahr, in dem das ACT auf den Markt kommt. Ja, ja, wir haben es ja eigentlich jetzt mit der Corona-Zeit mit einer gleichen Situation zu tun. Ja, genau. Da, wo wir mit der Therapie dann einfach. Also da hatten wir allerdings so eine lange Sterblichkeit und keiner hat es gemerkt. Das ist ja das Interessante, ja. Oder das Katastrophale, wenn man so will, dass der medizinische Komplex das nicht gemerkt hat. Wir haben es nicht gemerkt. Das ist auch schwierig. Wenn Sie in der Uniklinik arbeiten, dann kommt eine Empfehlung, die im New England Journal steht. Ja, dann geht das los. Das ist wie ein Marschbefehl. Und zwar überall geht das los. An allen Universitäten der Welt geht das los. Und das Ergebnis ist überall das Gleiche. Und das wurde ja deswegen, diese Übersterblichkeit, die damals produziert wurde, nicht bemerkt wurde, nicht rechtzeitig, die wurde ja dem HIV-Virus dann zugeschrieben. Ne? Dass das Virus wirklich so tödlich ist. Und keiner hat begriffen, dass es an der Therapie lag. Nur die paar, die imstande waren, das abzulehnen. Die waren die sogenannten Langzeitüberleber dann. Aber was haben wir jetzt? Haben wir in der Corona-Zeit ja eigentlich genau das Gleiche erlebt, dass wir in den Journals auf einmal Studien gefunden haben, wo du gesagt hast, das ist wieder eine Modellierung, die er da macht, um dann am Ende zu sagen, da ist irgendetwas Schlimmes. Aber die alten Untersuchungen, die alten Studien, die hat man gar nicht mit berücksichtigt. Man hat sich nur seine Sache zurechtgesucht und die Ärzte sind wieder drauf angesprungen. Es muss doch irgendwo einen Punkt gegeben haben, wo in der Wissenschaft der Medizin so ein Knick gewesen ist, dass man einfach nicht mehr, ich nenne es immer, über den Tellerrand denkt und sich auf die Wissenschaft wirklich beruft, obwohl ich Verständnis dafür habe, wenn viele Ärzte in ihrem Alltag es zeitlich kaum noch schaffen, Studien zu lesen, geschweige denn Studien lesen können. Das ist ja auch noch mit dabei, das sehen wir ja. Ja klar, das ist so. Ich hatte damals dann Nature abonniert und den Lancet, und das macht man natürlich normalerweise eigentlich nicht, das habe ich nur gemacht, weil mich diese Sache da so sehr brennend interessierte. Ne? Aber das ist schon erstaunlich, bloß wir leben in einer Welt, in der man immer weniger therapeutischen Nihilismus predigen kann. Ja? Also wenn man neben einem kritisch kranken Patienten steht, wir sagen, mal Ball flach halten und das geht schon wieder, ja. Da muss gleich der Ruf nach der wirksamen Droge und antivirale Medikamente, die sagen ja schon, der Name sagt ja schon, dass sie gegen Viren wirken, ja. Aber die wirken eigentlich überhaupt nicht gegen Viren. Beziehungsweise machen die Viren vielleicht auch platt, bloß sie haben ihre Schuldigkeit schon längst getan, wenn die Symptome da sind. Das heißt, wir hemmen damit nur noch die Abwehrreaktion, den Zytokinsturm, ja. Das ist ja die Abwehrreaktion. Und Duisberg hat es mal anders ausgedrückt, er sagt immer, it's like hunting bunnies with neutron bombs. Also es ist wie Hasenjagd mit Neutronenbomben. Du kriegst die Hasen, aber du kriegst einen Haufen andere Probleme auch noch hinterher. Auf jeden Fall. Aber jetzt vergleichen wir das. Sagen wir, in der AIDS-Zeit hatten wir diese Problematik. Wir sehen das Gleiche gegenwärtig in der Corona-Zeit. Während der AIDS-Problematik hat keiner von Verschwörungstheorien gesprochen. Da hat man gesagt, es ist alles ganz schlimm. Heute haben die gleichen Mechanismen, aber alle reden davon, wenn einer hingeht. Ach, das ist eine gute Idee. Du hast so viel geredet, ich habe trockenen Mund.
immer noch lecker. Die Mechanismen waren damals ähnlich. Also wir wurden da auch in die schräge Ecke gestellt, ne? Die AIDS-Leugner wurden sie ja genannt, ne? So eine Analogie zu Holocaust-Leugnen, ne? Das ist ja, da kommt die Begrifflichkeit her, glaube ich. Also wer AIDS leugnet, der ist ganz dicht dran, ne? Nur das ist völliger Unsinn, kein Schwein leugnet AIDS, ja? Wir leugnen das überhaupt nicht, speziell Duisberg hat es nie geleugnet, sondern der hat nur eine andere Erklärung dafür. Also in Asien leugnen wir AIDS ja auch nicht, ich muss dazu sagen, eine AIDS-Therapie ist ja auch nicht gerade günstig. Nein. Und deswegen fahren ja jetzt schon wieder diese Spielmobile, die bei Corona ausgedient haben, fahren jetzt bei uns rum und testen die Leute auf HIV und HCV. Das ist auch so eine Seuche, die eigentlich keine ist, die auch eine Antikörperseuche ist. Das ist diese berühmte Hepatitis C. Und versuchen die Leute zu greifen, lassen sich doch mal gegen HIV und HCV testen, weil an jedem positiven Patienten hängt ein Riesenumsatz dran, ja? Eine lebenslange Therapie nämlich. Und wir haben in Asien ist es ja nicht so, wie wir das hier kennen, nach dem Motto, dass wir eine Krankenversicherung haben. In Asien hat man in vielen Ländern einen Basisschutz, aber dieser Basisschutz umfasst nicht eine AIDS-Therapie. Das muss dann entweder über irgendwelche NGOs laufen, über irgendwelche Fundings, die da sind. Und aus diesem Grunde ist es dann sehr, sehr schnell, dass in Asien so jemand, der dann HIV-positiv ist, das können auch die sein, die im Milieu arbeiten. Und dann sind die positiv und dann haben die auch erstmal Angst. Dann kriegen sie die Anfangstherapie und irgendwann können sie es nicht mehr bezahlen. Das heißt, sie nehmen es nicht mehr. Und nach vielen Jahren leben die immer noch. Und hier werden die einfach weiter therapiert. Extremst. Also ich habe auch einen Freund noch aus meiner Bundeswehrzeit. Ich habe ja meine Ausbildung bei der Bundeswehr bekommen und ist damals ein guter Kamerad gewesen. Ist heute noch ein guter Freund, der ist auch danach, nach der Bundeswehrzeit, weil als Soldat darf man nicht schwul sein, damals war das zumindest so, und er ist danach auch dann in die Welt gegangen und als wir nach vielen Jahren wieder Kontakt hatten, sagt er auch zu mir, sagt er, Thomas, aber ich bin positiv, ich sage, ich will dich erstmal in den Arm nehmen. Und da ist immer auch bei denen immer noch so ein Angstgefühl dann dazugegen und was ich nicht verstehe, weil wie gesagt, wenn ich das in Asien habe und da kommt ein Patient rein und da steht dann auf HIV-positiv, ja, steht auch das Geburtsdatum drauf. Also anders beachte ich das nicht. Das ist ein Hinweis, den ich habe. Ja, das war damals eine Katastrophe. Die wollten ja Lager einrichten für HIV-positive oder sowas, hat der Gauweiler vorgehabt. Und selbst heute, ich habe es kürzlich zufällig erfahren, als wir eine Hygienefortbildung in der Praxis hatten, war da nicht dabei, aber meine Arzthelferin haben mir das erzählt, dass da den Leuten beigebracht wird, also sich HIV-Patienten nur ganz vorsichtig mit doppelten Handschuhen zu nähern, ja, wie damals fast. Ne? Ja. Zumal, also ich muss dazu sagen, ich habe immer engen Kontakt zu meinen Patienten oder auch zu meinen Klienten. Man muss ja unterscheiden, also Mediziner können Patienten betreuen und sie können Patienten behandeln. Und in meinem Fall ist das so, ich habe Patienten, die ich betreue. Das heißt, die monitore ich die ganze Zeit. Und wenn die dann ein Problem haben, greife ich frühzeitig ein, damit es nicht zum großen Problem kommt. Und ich habe halt über Kollegen, wie gesagt, wir haben ja immer noch einen Haufen Ärzte im fünfstelligen Bereich. Und wenn da ein Problem ist, dann kommt die Frage an mich heran. Das heißt, dann gehe ich auch in die Behandlung rein. Und für mich ist jetzt gegenwärtig die Frage, dass ja viele, viele Ärzte hingehen und ja auch, die haben ja selber Angst vor Corona. Natürlich, ja. Also die haben sich selbst, ja, ich weiß noch gut, als das hier bei uns in Kiel losging, habe ich mit einem guten Freund fast entzweit, weil der war Leiter der Intensivstation damals in Kiel. Und ich habe ihm gesagt, hör mal zu, das ist doch der gleiche Käse wie sonst. Ja? Also du brauchst doch nicht zu fürchten vor diesen Corona-Positiven. Nee, ich will das nicht haben, was die haben und so weiter und so fort. Und außerdem in England sterben die gerade wie die Fliegen. Das war 1. April. Und in zwei Wochen wissen wir mehr. Und bei uns passierte nichts in Kiel, überhaupt nichts. Keine Übersterblichkeit, auch keine Infektionswelle, gar nichts. Während da in Großbritannien offensichtlich im Rahmen der Recovery-Studie die Leute an der Hochdosis Hydroxychloroquin alle eingegangen sind. Ja, ich bleibe auch dabei. Wir haben in der Medizin eine relativ umfassende Ausbildung und da ist auch das Thema Sterbehilfe, das ist da auch mit drin. Das heißt also, wenn ich dann schaue nach dem Motto Sterbehilfe, also das mit der Dosierung hätte jedem auffallen müssen. Eigentlich schon, ja. Also da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es dazu kommen? Ja, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein Fehler oder es war Absicht.
Ja. Absicht möchte ich nicht unterstellen. Also versuchen wir mal, den Fehler aufzudröseln. Bei ACT war das übrigens damals genauso. Kann man auch davon ausgehen. Also ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich glaube, es war ein Fehler. Jedenfalls hier war es so, da gibt es ja ein Interview in einer französischen Zeitung zwischen einem Professor Perron, Infektiologe, und dem Leiter der WHO-Studien, dem Professor Landry, der von Perron gefragt wurde, wie er denn zu dieser hohen Dosis gekommen sei. Und da sagte der ja ganz nassforsch, naja gut, das ist eine neue Krankheit, da muss man irgendwie anfangen. Ja. Er sagte, ja okay, das ist eine reasonable answer, but trotzdem nochmal, warum diese Dosis, warum so hoch? Die Inder hatten sich auch beschwert über diese hohen Dosen nebenbei. Naja, dann sagte der, ja, er hätte sich so ein bisschen danach gerichtet, wie wir früher die Amoebenruhr behandelt hätten. Und dann ging dem Perron ein Licht auf, da sagte der, also er hätte viel Amoebenruhr behandelt, aber nie mit Hydroxychloroquin, sondern mit Hydroxyquinolin. I think he confused it. Ich glaube, er hat es verwechselt. Und dann wird es einfach weitergetragen. Ja, und dann kann sowas passieren. Also es gibt noch mehr Beispiele in der Medizin. Die Sache mit dem Spinat, der sollte ja auch so gesund sein, weil sich da einer einen Thrombophaktor 10 verrechnet hat. Oder bei der Hepatitis B gab es auch diese Versuche, diese therapeutischen Versuche mit Nucleosid analoga. Nur an der Hepatitis B, das ist ja eine harmlose Krankheit eigentlich, die man eigentlich am besten gar nicht behandelt. Jedenfalls hatten da auch diese Versuche stattgefunden von Herrn Dr. Hufnagel, hieß der Mann damals, der das federführend gemacht hat, mit der Folge, dass mehrere Lebertransplantationen stattfinden mussten und einige im Koma verstarben. Ja. Und dann haben sie sich aber, das war natürlich nicht zu vertuschen, das war offensichtlich, dass diese Therapie zu diesem Desaster geführt hatte, haben sie sich dann auch öffentlich entschuldigt. Nur, das war im Grunde der gleiche Therapieansatz wie bei AIDS. Nur da ist es nicht aufgefallen, weil den Leuten ja sowieso so eine katastrophale Prognose gesteckt wird. Bist du in diesen Zeiten jetzt angegangen worden? Eigentlich nicht wirklich. Also damals zu der AIDS-Zeit, da hatte ich ja dann mehrere Symposien hatten wir. Ich hatte Duisberg zweimal in Kiel und Kerry Mullis auch einmal, sodass da eine deutliche Diskussion in Gang war. Aber trotzdem hat sich die AIDS-Geschichte weiter auch in Kiel entwickelt, weil das ja so kanalisiert war. Das gibt eine HIV-Schwerpunktambulanz, da ist ein oder zwei, drei Ärzte drin und der Rest hat mit AIDS nichts zu tun. Ja, deswegen interessiert das Thema auch nicht. Und die Leute, die da in den AIDS-Ambulanzen sitzen, die sind natürlich nicht bereit zu diskutieren. Ja, ich meine, wir haben es ja jetzt, also ich musste auch feststellen, dass auch in unseren Kliniken natürlich Ärzte dann angefangen haben, unter der Corona-Pandemie in Panik zu verfallen. Darf ich kurz darauf zu sprechen? Als mir klar wurde, was mit dieser Übertherapie war, da hatte ich auch überlegt, du musst mal mit deinem Kollegen dich treffen, ja, und plus da war Lockdown, ne? Da war überhaupt gar keine Chance, sich zu versammeln in größeren Mengen, hätte man höchstens über Zoom machen können oder so, das war aber auch nicht mein Ding und da wurde mir klar, kannst gar nicht kommunizieren eigentlich. Ja, ja, das ist ja das, was mich sehr gefreut hat, dass du auch heute hier bist, wir haben ja schon einmal zusammengesessen. Deswegen habe ich ja diese Interviews da gemacht, und das war dann die einzige Möglichkeit eigentlich, um irgendwie jemanden zu erreichen. Ne? Und das ging ja dann leider so doll los, dass sie das dann gleich eingetötet haben. Ne? Also dann, YouTube hat dann ja zu diesen Zeitpunkten erst gemerkt, dass die andere Seite sich auch da durchaus äußern kann. Und dass sich das so weit verteilt, dass es dann tatsächlich auch Auswirkungen hat. Und dann sind sie ja erstmal dazu gekommen, diese Sachen zu zensieren. Passt nicht in die Community-Richtlinie. Ja, unser erstes Gespräch, was wir geführt haben, am Kamin, das ist ja dann auch ganz schnell verschwunden bei YouTube. Wenn ich da so Leute anspreche, hast du das nicht gesehen? Und dann, das kenne ich überhaupt nicht. Ja, stimmt, das war verdammt schnell weg. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte, wenn, mit einer Person direkt sprechen. Ich möchte auch, wenn, was weiß ich, Vorträge einfach vor dem Bildschirm, die mag ich nicht, weil da habe ich auch nicht die Konzentration. Ja, die kann ich ja nicht aufbringen. Da fehlt mir was. Da fehlt mir die Bewegung, da fehlt das Miteinander, die Reaktion der anderen, das will man mitkriegen. Darum finde ich es ja schön, dass wir es geschafft haben, dass wir wieder zusammensitzen. Beim letzten Mal hatten wir keine Zuschauer, diesmal haben wir 25. Und das ist ja auch schön. Wie ist dein Ausblick? Was meinst du, wie sich das jetzt in 2023 entwickeln wird? Also ich hoffe, dass die Mehrheit der Menschen das jetzt doch begreift, was da passiert ist. Man merkt ja langsam, dass auch manche Medien aufwachen, dass die Weltwoche
schreibt, dass die Welt schreibt, die kritischen Geister, die von damals weggeschlossen worden sind, der Herausgeber, der Journalist, der damals in der Neuen Züricher Zeitung geschrieben hat, was, wenn die Covid-Idioten recht haben, ne? Der kann jetzt wieder schreiben in der Weltwoche. Und mit dem Tenor, die Covid-Idioten hatten offensichtlich recht, ja. Aber die andere Seite sitzt am längeren Hebel. Ich weiß es nicht. Es geht ja letztlich um die Kommunikation. Wer die Kommunikationskanäle hat, im Griff hat, der hat die Macht sozusagen. Ja. Und das wurde mir klar, als ich sah, wie sie dem mächtigsten Mann der Welt, dem amerikanischen Präsidenten, plötzlich seinen Kommunikationskanal abgeschnitten haben, indem sie ihn einfach Twitter weggenommen haben. Ja. Und was jetzt passiert mit Twitter, darf man gespannt sein. Ja. Aber der Ausblick, wie gesagt, ich hoffe, dass es genug mitkriegen, dass die Impfung nicht funktioniert hat. Das ist ja, glaube ich, jedem klar geworden, obwohl ich auch immer noch wieder Anfragen nach der vierten oder fünften kriege. Aber da bin ich ja nun in guter Gesellschaft mit Herrn Streeck, dass ich sage, die vierte machen wir nicht. Auf Seite 8 der Bild-Zeitung können Sie auch lesen, warum. Und insofern ist das jetzt so, dass die vierte also ich habe sowieso gesagt, ich mache nichts mehr, die vierte mache ich nicht mehr, müssen sie dann woanders hingehen, wenn ich sie nicht überzeugen kann, aber die meisten kann ich überzeugen, dass sie das lassen. Ja. Und du kriegst keinen Ärger, wenn du sagst, ich bin Viertimpfverweigerer? Nee, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Nee, ich glaube auch bei den Ärztekammern ist es angekommen, dass die Impfung nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Naja, dass bei den Ärztekammern etwas ankommt mittlerweile, das ist mehr als beschämend, weil da sollten eigentlich die Leute sitzen, die auch die Studien lesen können und die dann auch frühzeitig dann reagieren. Und die Studienlage ist erdrückend. Mhm. Also da ist, ich glaube, wer jetzt noch daran glaubt, dass das wirklich für einen Großteil der Bevölkerung einen positiven Effekt haben sollte, da muss ich, glaube ich, diesen Planeten für verlassen und woanders gewesen sein. Ich hatte ja mehrfach Briefwechsel mit der Ärztekammer und auch Polizei in der Praxis wegen Maskenattesten, die ich ausgestellt habe. Das war ja das Hauptdruckmittel, das wir auf Ärzte ausüben konnten. Das haben ja viele erfahren. Der Vorwurf ist immer Ausstellung unrichtiger ärztlicher Zeugnisse und darauf steht immerhin 2,5 Jahre Gefängnis, ne? Geldstrafe oder 2,5 Jahre, steht dann immer unten im Kleingedruckten, da so bei berufsrechtlichen Verstößen. Und da wird einem dann schon so ein bisschen anders, wenn dann so ein Sondereinsatzkommando die Praxis stürmt, ja. Das erste Mal war ich Gott sei Dank in Urlaub. Und dann mussten sie noch ein zweites Mal kommen, weil sie beim ersten Mal mein Handy nicht erbeutet hatten. Das hatten sie dann beim zweiten Mal bekommen, ja. Da ging es dann nur noch um 2 Maskenatteste, die ich ausgestellt hatte. Aber ich konnte auch belegen, dass diese Patienten beide bei mir in der Praxis waren. Und wir das Problem besprochen, habe ich ihr dann auch gesagt, ich darf Maskenatteste ausstellen bei Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten und bei psychiatrischen Krankheiten. Ja, und damit und eine dieser Krankheiten hatten diese Patienten. Das war traurig für die. Ja. Das tut mir leid. Aber dann sind sie jedenfalls, da dürfen sie eigentlich einen Maskenattest haben. Naja, oder Impfunfähigkeitsbescheinigung ging es dann weiter. Dann verirrte sich eine meiner Impfunfähigkeitsbescheinigungen von einem Patienten mit einem Faktor 5, Leiden, zur Ärztekammer. Dann kriegte ich einen Brief und also interne Rücksprachen hätten ergeben, dass das kein Grund sei für eine Kontraindikation. Und dann fragte ich zurück, was denn das für interne Rücksprachen seien. Dann hieß es ja, der Präsident hätte das gesagt. Da sage ich, ja gut, dann habe ich also einen Brief geschrieben, eigentlich nur einen 4-Zeiler geschrieben. Also nach meiner Kenntnis sei das so, dass das Thromboserisiko bei diesem Leiden, 5 Leiden, um das 8- bis 10-fache erhöht sei. Das kann man auch irgendwo überall nachlesen. Also, und in der Familie waren auch zahlreiche thromboembolische Komplikationen. Also der Patient hatte Grund, war zwar ein gesunder junger Mann, aber er hatte Grund anzunehmen, dass für ihn diese Impfung nicht günstig ist. Und dann habe ich ihm eben zurückgeschrieben, also aus meiner Kenntnis sei das so, hohes Thromboserisiko, und dass ich den noch mit einer thrombogenen Impfung versorge, könnte ich ärztlich nicht empfehlen. Dann kam eine Weile nichts und dann hieß es ja, also sie hätten das intensiv beraten, das Thema, und sind zum Schluss gekommen, damals, als ich das ausgestellt hätte, wäre das richtig gewesen. Da hätte man noch vermutet, das könnte gleichwertig sein oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter.
Aber mittlerweile sei bekannt, dass das Risiko einer Thrombose bei einer Corona-Infektion größer sei als das Risiko einer Thrombose bei einer Impfung. Und dann habe ich zurückgeschrieben, auf welcher wissenschaftlichen Basis denn diese Annahme beruhe. Und da warte ich jetzt auf die Post. Ja, ich wäre sehr gespannt zu erfahren, wenn du welche bekommst, ja, ich auch. Was sie denn nehmen. Denn ich glaube, die haben das mit dem großen und dem kleinen L nicht verstanden bei dem Leiden. Vielleicht, ja. Das wäre so dieser Punkt, weil ein Leiden kann auch aus Leiden kommen, der Stadt Leiden. Und deshalb den Namen davon. Leiden haben. Ja. Und nicht nur ein Leiden sein, was klein ist, dann wäre es nur ein Faktor 5 Leiden. Aber du hast recht, es ist noch eine wichtige Sache. Das ist schauen wir jetzt ins nächste Jahr und gehen davon aus, dass vielleicht die Sache vorbei ist, dann kann ich doch fest die davon Sache ausgehen. Ist ja in dem Moment vorbei, in dem die beiden Säulen der Epidemie nicht mehr stattfinden. Das sind die Masken und die Tests. Ja. Ja. Und das haben wir letztlich alle selbst in der Hand. Ja. Fast. Ne? Ja. Gut, dann muss ich es jetzt noch einwerfen. Ich wollte es weglassen, weil wir es vorhin schon hatten. Mhm. Es ist so, in Thailand ist das Thema ja komplett vorbei. Spricht ja keiner mehr drüber. Und da ist für mich natürlich ist wirklich mittlerweile fraglich, warum da draußen die Menschen, die da rumlaufen, das immer noch machen. Und insbesondere, das sind ja junge Leute. Also ich habe eigentlich gedacht, das sind so junge Leute, die sagen, Maske weg, lass mal wieder knutschen. Können sich ja vorher, was weiß ich, den Mund mit Odol ausspülen. Das bringt unheimlich viel an Keim im Mund um und riecht auch besser dann bei manchen. Dann hätte man wieder das Leben der jungen Leute. Also mir tun die ja so wahnsinnig leid, was den Jugendlichen verloren geht, was den kleinen Kindern verloren geht. Ja, die sind nachhaltig verängstigt worden. Das ist, erfordert genauso viel Propaganda in die eine Richtung, in die andere Richtung. Das muss genauso viel Propaganda gemacht werden, dass das also alles nicht mehr so gefährlich ist. Ja. Ja, dann wenn das bei denen ankommen soll. Die sind ja nachhaltig verängstigt. Ja, diese Bilder vor mit den beatmeten Patienten da, die zur besten Sender da ständig gesendet wurden. Ne? Ja, dann müssen wir jetzt das so machen, wie ich das damals kennengelernt habe. Für mich war so Freiheit und Jugendlichkeit, das habe ich so erlebt in einem Film. Mhm. Ich habe mal eine Zeit lang Dennis Hopper betreut. Und der hat ja 69 den Film gemacht, Easy Rider. Da sitzen da so zwei Männer, so etwas unrasierter noch als ich. Mhm. Sitzen dann auf so einem Harley Davidson und fahren die dann so, lang. Und heute sehe ich hier in Hannover zwei junge Männer mit einer Maske auf einem E-Roller stehen. Ja. Wo ich dann sage, nach dem Motto, ich fand Easy Rider ein bisschen besser, obwohl Dennis Hopper war ein sehr exzentrischer Mensch, aber es hat mich gefreut, ihn eine Zeit lang zu begleiten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da wieder hinkommen, dass auch die jungen Leute sagen, ich will wieder ein Mofa zumindest haben oder Motorrad, möchte daran rumschrauben, möchte mir die Finger dreckig machen, ich möchte, dass es mir auch mal wehtut und dann möchte ich mich darauf setzen und möchte fahren, denn ich sehe in der Stadt so viele umgefallene E-Roller, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine umgefallene Harley Davidson gesehen. Und vielleicht ist das dann auch für die Jugendlichen mal wieder so ein Anreiz. Ich gehe davon aus, dass du auch weiterhin den Geimpften und den Ungeimpften im Sinne von Corona zur Verfügung stehen wirst, mit allem an Expertise und dass wir auch weiter in Kontakt bleiben und irgendwann dann nochmal so ein Ding da trinken. Ne? Gerne, ja. Na, danke.